So, genügt das? Oder brauchen Sie mehr? Oh, Verzeihung. Das tut mir schrecklich leid. Ich wollte nicht so genau zielen. Darf ich beim Suchen helfen? Ganz schön frech, der Junge. Herr Robinson Schmidt! Danke für die Pillen. Aua. Merkwürdige Methode. Ganz neu. Ohrfeigen als Bezahlung. Abend. Zieh die Schuhe aus, der Teppich erträgt die Schuhe nicht so gern. Natürlich. Und nun mach die Tür zu, es zieht. Natürlich. Sag nicht immer natürlich. Natürlich. Entschuldige, dass ich nach Hause komme. Lass doch deine Schuhe nicht dauernd herumliegen. Jesus, ihr Mecker. Ach, du wirst es nie lernen. Wenn ich 60 bin, werde ich es wohl gelernt haben. Du bist und bleibst ein kleiner Träumer. Und jetzt möchte ich von Ruby einen Begrüßungskuss haben. Wenn es denn sein muss. Deine Schwiegermami möchte auch ein Küsschen. Das wird ein Vergnügen. Häng das Jackett auf, Ruby. Ich bitte dich, von allein fliegt's nicht in den Schrank. Jawohl, aufhängen. Es gibt auch Bügel. Ja. Er ist genauso schlampig wie alle Männer. Schaff dir bloß keine Kinder. Ruby, könntest du dich nicht endlich ein bisschen zusammenreißen? Ich schufte hier den ganzen Tag und komm, bis du zu Hause, sieht's hier aus wie in einer Räuberhöhle. Ja, ich werde mich bessern. Also bitte, Robinson, nimm die Füße vom Tisch. Natürlich. So ein Flegel. Ich gehe dir wohl mit meinen Vorhaltungen zu sehr auf die Nerven. Ah, ziemlich. Hätte ich meine Lektüre nicht, wäre ich schon längst im Sanatorium. Kein Wunder, du liest doch ewig denselben Schmöker von vorn nach hinten und von hinten nach vorn. Robinson Crusoe, Lektüre für unsere Kleinen. Du weißt doch, dass ich ein Träumer bin. Dann such dir doch eine einsame Insel, aber vorher können wir vielleicht noch Abendbrot essen, oder? Hm. Robinson, stütz dich nicht auf den Tisch wie ein Rentner. Das Ding ist wackelig genug. Eine Insel. Das Haushaltsgeld reicht wieder nur bis Donnerstag. Es wird höchste Zeit, dass dein geiziger Apotheker dir mal eine Gehaltserhöhung gibt. Tu endlich mal was und träum nicht dauernd. Wir Frauen tun ja auch was. If I want to do so, I sleep with a dream, like Robinson Crusoe. I want to be free. Let the rich keep their money. Hier ist alles so herrlich, Schatz. Komm, ich warte. Robinson, komm. I don't need television. I've a decor worth much more than TV. And if I want to do so, I sleep with a dream, like Robinson Crusoe. I want to be free. Robinson, wach endlich auf. Das Essen ist fertig. Mahlzeit. Was stocherst du da rum? Du weißt doch, ich mag keine Tomatensauce. Oh, Verzeihung. Auch noch Ansprüche stellen, gib her. Der zweite Gang. Ach, das ist ja auch wieder Tomatensauce. Oh, entschuldige, aber ich habe hier noch etwas Tomatensuppe. Oh, vielleicht etwas Zwiebelsalat. Nein, gib her.
Und die Zwiebeln natürlich mit Tomaten. Ganz entsetzlich, dieser Kerl. Dann darf sich dieser entsetzliche Kerl wohl in sein Labor zurückziehen. Weißt du, so einen Mann würde ich an deiner Stelle verschenken. Dem würde ich so lange Tomaten vorsetzen, bis er zu einer Tomatenstaude heranwächst. Langweiliger Quatsch. Nur nackte Weiber. Hallo, Tonio. Was liest du denn da? Oh, das ist doch keine Literatur für Affen. Ich dachte, du arbeitest. Komm, gib schon her. Na, dann wollen wir mal. Ich stehe kurz vor der Lösung. Ich spüre es im großen Zeh. Das wird die Erfindung des Jahrhunderts. Wenn die gelingt, sind wir reich, sehr reich. Was kann ich mir davon kaufen? Eine Insel, Tonio. Die Insel von Robinson. Weißt du? Aha. Wenigstens etwas. Was meinst du, warum ich seit Jahren in diesem Schuppen herumexperimentiere? Das nötige Kleingeld für die Trauminsel. Um endlich in Frieden so leben zu können wie mein Ur-Ur-Großpapi. Ich verkaufe mein tolles Patent und verschwinde, Tonio. Hallo, Schätzchen. Hallo. Na, hast du dich schön gemacht für die Nacht? Zauberhaft siehst du aus. Nur ein bisschen blass. Ich muss doch die Falten wegmachen, die ich durch dich kriege. Fertig. Na, wie gefall ich dir? Hinreißend. Ich bin klein, mein Herz ist rein. Fühlst du nicht auch, was ich fühle? Robin, du weißt, Mutter schläft nebenan und hört jeden Ton. Wir müssen uns eben beherrschen. Gerade die Beherrschung macht die Liebe schön. Angelika. Alle schönen Dinge brauchen Geduld. Hast du denn nichts anderes im Sinn als das? Man kann doch auf geistiger Basis miteinander verkehren. Aber Angelika. Beherrsch dich, Robin, und wir sind im letzten Vierteljahr schon dreimal zusammen gewesen. Du verlangst einfach zu viel. Es ist die Hölle. Daneben nicht. Mich interessieren nur deine Experimente und das Bett. Du bist nicht normal. Du hast recht, mein Kind. Er ist pervers. Ein Sittenstrolch, ein Lustmolch. So etwas hätte man im Mittelalter verbrannt. Mutter hat recht. Du bist pervers. Geh nur, geh in dein Labor und spiel dort weiter rum. Meine Insel. Wird man hier auch mal bedient, oder was ist? Ich warte schon 10 Minuten auf die Arznei. Sie haben wohl vom eigenen Schlafmittel geschluckt. Schon fertig. Entschuldigen Sie bitte, ich habe etwas länger gebraucht, um das richtige Mittel für Ihren Haarausfall zu finden. Auch noch frechter, junger Mann. Damit kriegen Sie einen Busen wie Racke Welsch. Aufwachen, Robinson Schmidt! Es sind alle bedient, Chef. Ich auch, und zwar von Ihnen. Wenn hier einer Pillen braucht, dann ist es ein gewisser Robinson Schmidt! Langsam an, man wird geschunden und geschunden. Was haben Sie uns gestern verkauft? Ein Haarwuchsmittel und ein Busenpräparat. Genau.
Leider haben Sie die Medikamente vertauscht. Ich habe jetzt den Busen und die Dame den Bart. Steht Ihnen gut. Ich brauche Sie nicht mehr. Sie sind eine Schande für unseren ehrbaren Beruf. Das Zeug nicht so entsetzlich qualmen würde, wären wir schon ein ganzes Stück weiter. Die Umwelt kann aufatmen. Die Luft wird wieder rein. Meine Erfindung wird die Treibstoffe von giftigen Gasen reinigen, mein Kleiner. Sämtliche Motoren werden ohne Rauchentwicklung friedlich vor sich hin tuckern. Das ist schon umwerfend. Ich bin kurz vorm Ziel. Tonio, streng dein Hirn mal ein bisschen an. Vielleicht findet dein Affe den letzten Dreh. Meinst du vielleicht diese Essenz hier? Die Himbeer. Oh, man könnte es versuchen. Versuch's doch mal. Wieso eigentlich nicht? Affeinstinkt. Wollen mal sehen. Ich gieß das Zeug einfach da rein. Explodieren kann da wohl nichts. So, Tonio. Hast mir schon oft einen guten Tipp gegeben. Also laufen tut das Ding jedenfalls. Es läuft und läuft und läuft. Das Ei des Kolumbus. Tonio, dein Tipp war goldrichtig. Fantastisch. Wenn ich meinen Assistenten nicht hätte. Aber der Dampf stört mich. Ein bisschen viel für meinen Geschmack. Tonio, ich sehe den Wald vor Dampf nicht mehr. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Mir wird schlecht. So übel! Tonio, es lichtet sich wieder. Solltest du noch einen Tipp haben, gib laut. Sag mal, bist du verrückt geworden? Oh Gott. Die ganze Nacht bist du aufgeblieben, nur wegen der Experimente? Natürlich, die sind mir eine schlaflose Nacht wert. Dann darf ich als deine Frau wohl fragen, was du hier zusammenbraust. Ja, ich arbeite an einem Zusatzmittel für Benzin. Wenn das klappt, wird kein Auspuff mehr die Luft verpesten. Ganz nebenbei werden wir einen hübschen Batzen Geld verdienen. Das ist für dich ja auch nicht zu verachten, hä? Wirklich? Heißt das, wir werden reich sein? Sehr reich. Das ist in Zahlen schon gar nicht mehr auszudrücken. Herrlich, dann verzeih ich dir alle schlaflosen Nächte. Ich bin kurz davor. Die Lösung liegt in der Geheimformel. Was ist denn das für ein schreckliches Ungeheuer? Brauchst du für deine Erfindung einen ganzen Urwald? Das ist Assistent Tonio, Chemiker. Von mir aus kannst du so reich werden, wie du willst. Ich will nichts zu tun haben mit diesem Monster. Alte Giftspinne. Immerhin stammen die Frauen auch von diesen Monstern ab. Und außerdem meckert er nicht so viel. Nett, wie du das sagst. Heirat ihn doch. Zu deinem Nachwuchs hast du schon meine allerbesten Glückwünsche. Danke. Hoffentlich kann ich jetzt weiterarbeiten. Mal sehen. Ich nehme Wasserstoff. Ah, ich hab's in der Nase. Bitte klappt's bestimmt. Also kommen Sie zur Sache, Herr Schmidt. Wir können hier nicht endlos warten. Na gut. Fangen wir mal damit an, dass ich anfange. Am Anfang habe ich nur den Gedanken gehabt, wie kriegst du die Verschmutzung aus der Umwelt raus? Ist doch schrecklich, was da alles so qualmt und raucht, nicht wahr? Und da habe ich mir gedacht, du musst was dagegen erfinden. Habe ich mir gedacht. Und ich habe was erfunden, was sie alle ungeheuerlich finden werden. Ein Mittel gegen die Qualmerei. Wie ich sehe, können Sie mir nicht ganz folgen. Also fange ich nochmal von vorne an. Früher fuhr ich morgens munter und unschuldig mit meinem Mofa zur Arbeit und half fleißig, mit der Umwelt zu verschmutzen. Sie verstehen mich jetzt, ja? An Straßenkreuzungen zum Beispiel habe ich jeden Morgen Hustenanfälle bekommen und mein Kreislauf schlug Purzelbäume. Statt Hustenanfälle würde ich jetzt mal zur Sache kommen. Was haben Sie wirklich entdeckt? Eine Erfindung, an der ein Chemiekonzern reich werden könnte. Aber nicht nur Sie, auch ich habe was davon. Und jetzt lauschen Sie. Die Sache wird interessant für Sie. Ich habe ein Mittel, das man ins Benzin mischt und damit die Auspuffgase entgiftet. Der Junge spinnt doch ein bisschen. Also, ich gieße die Lösung ins Benzin und die Giftgase werden ganz einfache Dings da. Hören Sie, Sie können hier doch nicht den ganzen Aufsichtsrat vergiften. Ich
habe das Gefühl, Sie haben ein neues Schlafmittel erfunden. Das ist ja ein Ding. Gestatten die Herren? Ich schlafe nicht ein. Seltsam. Vielleicht. Völlig übermüdet, die Opas. Träumt von einer einsamen Insel. Warum soll ich meinen Traum nicht wahr machen? Das ist die Idee. Warum sagen die Menschen zu dummen Menschen immer nur Affe? Ihr seid viel klüger als wir. Na, weil die Menschen dumm sind. Hau ab, Junge. Lass dich von den Weibern nicht schikanieren. Worauf du dich verlassen kannst, das mache ich. Aber pass auf, bevor ich abhaue, setze ich die beiden noch unter Dampf. In Kostüm und Maske diesmal. Diese allerletzte Niete von einem Mann. Was ist denn, mein Kind? Du hast uns Affen beleidigt. Ich darf es nicht anfassen. Ich nehme alles zurück. Nein! Was ist denn da zu grinsen? Meister, hören Sie mal. Können Sie vielleicht diese Rostlaube haben? Wirklich nur $5? Mit allen Extras. Ah, wenn er fährt, nehme ich ihn. Hübsche Gegend, was? Wo ist nur die Süße geblieben? Ja, guck mal nach rechts, Chef. Das darf doch nicht wahr sein. Wo bist du? Bleib hier rum. Ich bin Saurus-Boss. Worauf du dich verlassen kannst. Genügt das oder willst du noch ein paar haben? Jetzt kriegst du ein paar, mein Junge. Streichelt man denn so eine Dame in dieser Gegend? Ich bin Mistverdammter! Sie haben mir die ganze Einstellung versaut, Sie Trottel. Sind Sie gehirnamputiert oder von der Konkurrenz? Was gibt's doch gar nicht? Was ist denn hier los?
Ich kenne den Typ gar nicht. Ach, ihr seid eben zu realistisch. Ja. Komm, Linda, wir machen jetzt Schluss. So richtig gibt's, die gibt's gar nicht. Noch so ein paar Ohrfeigen reif und wir können dich umbesetzen. War ja nett gemeint, war ein hübscher Junge. Steigt ein, hier ist kein Blumenkopf mehr abzudrehen. Was machen wir denn vom Herrn los? Weg hier! Von der Maus habe ich geträumt. Weiß ich doch. Kluges Kerlchen. Aber ich muss ihn wiederfinden. Und wenn ich hier bis ans Ende der Welt nachfahre. Deine letzte Sekunde hat geschlagen. Hä? Keine Bewegung. Sheriff, Sie haben ja einen tollen Call. Da muss Jakob sich wohl ergeben. Oder ins Gras beißen. Zeig das Ding doch mal her. Ich habe dich gewarnt, Jakob. Ich habe da eine Idee. Pass mal auf. Soll das eine Falle sein? Nein, ein Geschäft. $1 für die Zimmerflagge. Gekauft. Ciao, Jakob. Ciao. Ehemann erwürgte seine Frau und sagte, als ihr die Augen raustraten, da schaust du, was? Gut, Linda, was? Kann ich was für Sie tun? Ja, einschlafen. Ich verstehe nicht. Keine Angst, alter Knabe. Deine Gewerkschaft sorgt für dich. Aber den kennen Sie doch nicht. Ein Pensionsgast in Miami will die Fensterläden seines Zimmers aufmachen. Fensterlehne, es war die Brandmauer vom Nebenhaus. So sollte man alle verfinden. Haben Sie was Nasses für mich, Kipper? Und nun, meine Herrschaften, die große Überraschung. Unser letzter Pornofilm. Endlich wird's unanständig. Es sei ja ohne Geräusche. Besonders wertvoll. Miss Linda. Jetzt wird pornografiert. Also die Liebesszene ist ungeheuer. Die sollten die auch mal ausprobieren, John. Da muss ich aber vorher Gymnastikunterricht nehmen. Eine kleine Abkühlung? Danke. Mir ist nur langweilig. Frank, Mister, halten Sie mal. Abgegriffenes Material. Wundert Sie das bei dem Gastgeber? Die Statue. Da sind sie drin. Nun beeil dich doch, Linda. Du musst das Ding drehen. Ah, oh, verstehe schon, klar. Ja, so. Oh Gott! So, ich hab mich verrückt. Oh Gott! Und jetzt? Unter dem Sockel sind die Kollegen. Oh.
Ist ja toll. Gut gemacht, Engel. Danke. Mist. Wenn Sie wollen, habe ich nichts gesehen und nichts gehört. Verdammter Schnüffler, was wollen Sie von mir? Was soll das Ganze? Ich weiß nicht, warum ich mitgespielt habe. Die Leute haben mich in der Hand. Und um Ihr Händchen kommen jetzt Handschellen. Es war ein Zufall, Mr. Lassius. Ach so, war es nur ein winzig kleiner Zufall. Spielen wir auch ein bisschen Zufall, George? Ja, gerne. Na, Kleiner, wo hast du denn deine Kanone? Ah, öfter mal was Neues, eine Wasserpistole. Eine Wasserpistole? Sehr trickreich. Oh. Hoch die Flügelchen. Abwarten, mein Engel. Und nun, gute Nacht. Auf Wiedersehen. Wir müssen hier weg. Und was wird mit dem Glimmerzeug? Ich weiß auch nicht, draußen warten Lucky und seine Leute. Sind Sie wirklich von den Burschen abhängig? Ja, sie haben mich zum Film gebracht. Und der Juwelenraub war die Bezahlung. Da hätte ich aber einen besseren Vorschlag. Warum helfen Sie mir eigentlich? Ich kenne Sie aus meinen Träumen. Und ich gebe Ihnen einen Tipp. Sie kommen mit mir. Ich habe eine einsame Insel entdeckt. Und die Juwelen geben Sie dem Grafen wieder zurück. Es ist das Beste bestimmt. Ich heiße Robinson. Und ich möchte auch ein Robinson sein. Mit Ihnen. Einverstanden? Sagen Sie mir, wo Ihr Paradies ist, Robinson. Ich komme nach. Sie will erst die Scherben aufkehren, die sie fabriziert hat. Und das verstehen wir doch, Tonio, was? Klarer Fall, Chef. Hey, ich will einen Kahn kaufen. Das Ding darf nicht so teuer sein. Darf aber auch nicht bei der ersten Brandung auseinanderfallen. Wie viele Scheine haben Sie denn bei? Naja, so ungefähr 200 Dollar. Okay. Glaube ich Ihnen, obwohl sich Ihre Geschichte wie ein Gruselmärchen anhört. Zu Ihnen ist also ein Affe gekommen? Ein Riesenaffe. Es war ganz entsetzlich. Meine Mutter hat das Wesen auch gesehen. Und das Schlimmste ist, mein Mann ist seit dieser Nacht verschwunden. Hoffentlich hat dieses Ungeheuer ihn nicht mitgenommen. Hoffentlich doch. Die Polizei muss ihn wiederfinden. Nur Ruhe. Bisher haben sich alle ausgekniffenen Ehemänner wieder angefunden. Haben Sie keinen Hinweis für uns? Ich weiß nicht, ob das ein Hinweis ist, aber er hat immer Robinson Crusoe gelesen. Mhm. Und von einer einsamen Insel gesprochen. Er heißt doch Robinson. Er glaubt, dass er von ihm abstammt. Jeden Abend hat er über Karten gesessen und Seewege berechnet. Es war schon wirklich kindisch, wie er sich benommen hat. Erinnern Sie sich, was für Karten das waren, Frau Schmidt? Die Robinson-Insel. Das hilft uns weiter. And if I want to do so, I sleep with the trees. Like Robinson Crusoe, I want to be free. Let the rich keep their... Wir sind da, Tonio. Endlich! My life is so near on the earth where the living is free. And if I want to do so, I sleep with a tree. Like Robinson Crusoe, I want to be free. I don't need television. Mein Paradies. Stand to be with the tree.
robin sweetly the tree. Like robin sweetly sweet, I want to be free. Sich mich dran gewöhnen. Nein. Was ist denn das? Klingt ja wie bei Karl May. Merkwürdig. Hoffentlich keine Reisegesellschaft. Das fehlt hier noch. Also diese Trommelei geht mir auf die Nerven. Nu, hier huscht was rum. Was nackt es? Von mir. Warum warst du denn weg? Ein ganzer Monat ohne Mann ist schon was Schlimmes. Komm, Junge, ich kenne dich nicht. Oh, wir sind so wild. Merkst du das nicht? Oh. Ist doch alles menschlich. Oh, woher weißt du das? Halt den Schnabel, du kennst die Menschen nicht. Aber jetzt kenne ich sie. Jetzt schon. Wenn du frech wirst, kriegst du eine gewischt. Oh, Schnabel, du Affe. Ach, den Krummschnabel nehme ich dir noch vor. Oh, Angeber! Mal sehen, was der Chef treibt. Er pennt natürlich. Danke, Tonio. So ein Raubüberfall bin ich eben nicht gewohnt. Oh, wer ist denn das? Mein ständiger Begleiter. Niedlich. Das war aber auch ein Sturmangriff. Du warst aber auch nicht ganz schlecht, Mädel. Auf sowas Männliches haben wir lange warten müssen. Wenn ich die Sache sehe, bin ich für eine Weile abgemeldet. Warte mal ab, Tonio. Du kommst auch noch auf deine Kosten. Hört mal, ihr beiden.
Tonio kann wenig sprechen, aber was er sagt, das ist absolut affig. Erzählt er dir wenigstens scharfe Witze? Er macht ganz den Eindruck, als ob er ihm ausgesprochen gut gefällt. Wie heißt ihr beiden eigentlich? Ich bin Samantha. Samantha ist ein hübscher Name. Ich heiße Robinson. Und du? Pepper wie Pfeffer, das muss irgendwie an meiner Schärfe liegen, weißt du? Na ja, seid ihr Schiffbrüchige oder sowas? Nicht ganz, aber sowas ähnliches. Na, dann erzählt schon eure Story. Wie kommt ihr her? Wir haben einen Trip mit der Motorjacht gemacht und genau vor der Insel streikte der Motor. Wir haben den Captain allein zurücksegeln lassen. Das ist aber kühn. Ich habe mir einen kleinen Jugendtraum erfüllt, wisst ihr? Sowas soll's ja geben. Robinson Crusoe? Genau, aber bei Robinson steht nichts von zwei nackten Elfen. Der hatte nur seinen Freitag. Ich heiße zwar Robinson Schmidt, aber ich bild mir ein, ich bin der Ururenkel vom echten Robinson. Ich hatte eine alte Karte und nun bin ich hast hier. Hast du denn zu Hause kein trauerndes Weib? Weib ist geprahlt. Sie ist ein entsetzlicher Besen. Darum bin ich ja durchgebrannt. Sind wir beide besser als sie? Um Lichtjahre. Erstmal hat sie einen Stich und zweitens glaubt sie, ich habe einen. Und von ihrer Mutter wollen wir gar nicht reden. Was machen wir jetzt? Gehen wir baden? Na klar. Ist ja Haie? Nein, nur ja, als Vorspeise ganz gut. Aber ich habe eine Bitte. Könntest du die Kette abnehmen? Die Kullerchen kitzeln so beim Rubbeln. Aber natürlich. Komm, ich helfe dir beim Ausziehen. Oh, die Kullerchen kitzeln wirklich. Hoffentlich frieren wir nicht. Oh, oh, du willst mich schon heiß machen. Aber ja. Oh, jetzt geht die Knutscherei wieder los. Hoffentlich frierst du jetzt nicht. Und sowas muss man sich nun den ganzen Tag mit ansehen. Kein Affenweibchen weit und breit mit Kullerchen. Das nennt sich nun Paradies. Und jetzt mal was anderes. Hey, wenn Sam dazu kommt. Oh. Dann muss sie sich was Neues ausdenken. Nachmachen kann jeder. Also davon steht bei Robinson Crusoe keine Zeit. Mach das mir zu abhängig. Das ist ja wie ein Sexfilm. Aber nicht unflott. Aufreißen, konzentrier dich bitte. Also, ich nehme dir jetzt den Springer weg. Ich habe dir gerade den Springer weggenommen. Ja, und wenn schon, den hole ich mir heute Abend wieder. Tu's doch, wenn er dann nicht noch schachmatt ist. Kriege ich schon wieder hin. Danke. Wollen wir uns etwas streiten, Sie? Der Junge gehört uns beiden. Er könnte aber vorher aufgeben. Lassen wir es drauf ankommen. Wo ist der Turm? Den König hast du auch aufgefressen. Er ist ein König und hat einen herrlichen Turm. Wenn ihr den nicht auch anknabbert. Wir sollten uns einigen, um seine Kräfte zu sparen. Sonst wird uns der Junge zu hager. Ich finde, viermal täglich müsste reichen. Dreimal ich und einmal du, einverstanden? Aber wenn du das eine Mal nicht schaffst, übernehme ich mit vollem Einsatz das ganze Tagesprogramm. Weißt du, wir sollten uns nicht streiten. Wir sind doch froh, dass wir endlich einen Mann hier haben. Gut, dann lass uns einen Liegeplan entwickeln. Und bleiben Freundinnen. Verlogene Weiber. Tag, Chef. Wie heißt du eigentlich? Cookie. Oh, unser zweites Fußschritt brennt an. Na, du bist mal vielleicht eine Hausfrau schon. Entschuldige, Robinson, ich weiß, auf der Matratze bin ich besser. Die Vorspeise. Danke. Haben wir eigentlich unser heutiges Pensum schon absolviert? Den Kalender führt ihr. Sam war heute schon zweimal dran. Und wie war's? Eine neue Variante. Oben auf einer Palme, hübsch, aber wackelig. Und was hätte mir Nummer 2 zu bieten? Ich werde beim Schachspiel mit Tonio darüber reden. Ja, da ganz tolle Tipps.
Hey, Robinson, was macht unser zweites Frühstück? Mm. Riecht ja herrlich. Das soll uns mal der Chefkoch vom Hilton nachmachen. Robinson! Wo steckst du? Robinson! Wer treibt sich denn da rum? Robinson? Was hast du in meinem Paradies zu suchen? Robinson, was ist denn los mit dir? Kennst du mich nicht mehr? Linda? Ja, Linda. Also kennt er mich doch noch. Es war schwer, die Insel zu finden. Wie bist du denn hierher gekommen? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe dem Grafen die Juwelen übergeben und dann hat er mir sein Schiff geliehen für die Überfahrt. Und Lucky? Lucky sitzt Gott sei Dank im Knast. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Ich freue mich auch, aber ich wittere Komplikationen. Wieso? Das ist doch... Was denn? Sieht so aus, als ob wir Konkurrenz bekommen. Hm, tatsächlich. Ich muss dir was gestehen, wir sind nicht allein auf dieser Insel. Ach, ein paar Eingeborene stören mich nicht. Hauptsache, wir beide sind allein. Das haben Sie sich doch auch gewünscht. Ja, aber es ist was dazwischen gekommen. Egal, Robinson, ich liebe dich. Ich dich auch. Aber es gibt nun mal Situationen. Na, darüber reden wir später. Jetzt habe ich nur einen ungeheuerlichen Wunsch. Welchen? Dich zu küssen. Keiner hindert dich daran. Schmeckt nicht schlecht nochmal. Später, mein Schatz, ich bin müde. Ich möchte baden. Gut, ich habe eine Riesenbadewanne. Komm. Dann zeige ich dir mein Paradies. Aha. Das gehört alles mir. Hier bin ich der Kaiser. Oh. Oh, ist das schön hier. Herrlich. Es lebe dein Ururgroßvater. Junge, ist das ein Ei. Herrlich. Ich könnte stundenlang in deiner Badewanne liegen. Oh, Robinson, ich fühle mich wie neu geboren. Deine Insel ist wirklich ein Traum auf Erden. Herrlich. Bis auf zwei Kleinigkeiten. Und jetzt kannst du mit mir machen, was du willst. Hast du mich verstanden, Robinson? Weißt du, Linda, ich habe ein ziemliches Problem zu lösen. Bin ich etwa zu dick? Nein, nein, im Gegenteil. Du hast einen herrlichen Körper. Sieht man nicht alle Tage. Und du kannst so bleiben. Die Sonne trocknet dich. Ja, es ist wunderbar, aber ich bin es nicht gewohnt, nackt herumzulaufen. Du wirst es lernen. Na schön, dann werde ich jetzt deine Eva spielen. Sehr gut. Du darfst mich ruhig genau anschauen. Ja, bin schon dabei. Scheint alles echt zu sein. Nicht nur deine Insel, ich auch. Das ist Tonio, unser Haus- und Hofnarr. Das ist Pepper, mein blonder Rauschgoldengel. Und Sam, das Mädchen aus Tausend und einer Nacht. Tja, und das ist Linda. Seid lieb und nett zu ihr. Sie gehört von jetzt an zu unserer Familie. Was denn Familie? Schöne nackte Tatsache. Hätte ich das gewusst, wäre ich nicht gekommen. Bitte, Sam, zeig Linda unsere Villa und präsentiere ihr die letzte Inselmode. Moment, ich bin noch gar nicht so sicher, ob ich im Quartett mitmache. Wenn das so ist, verschwinde ich noch heute von dieser Insel. Jetzt hast du nur noch eine freie Nacht in der Welt. Schöne Geschichte. Die ist gut. Mhm. Die macht der Terror, die Kleine. Und dabei haben wir das Vorkaufsrecht. Spiel mit, Linda. Auf meiner Insel gelten andere Spielregeln. Nie im Leben. Ach was.
Hier kann man leben und lieben. Wie denn, mit drei Frauen? Das ist nicht so wichtig. Schau dich in diesem Paradies doch erst mal um. Außerdem habe ich nicht gewusst, dass es hier zwei Mädchen gibt. Ich wollte wirklich nur auf dich warten. Das soll ich dir glauben? Ja, das musst du glauben. Überleg's dir, Kleines. Mit beiden schläfst du, ja? Ja, nur du musst nicht die Dritte sein, du könntest die Erste sein. Sie sei uns gewährt, die Dritte. Abgelehnt. Robinson schafft uns drei nie. Weißt du eine andere Lösung? Leider nicht. Wenn nur ein zweiter Mann hier wäre. Oh. Zur Entlastung. Du hast gewonnen. Ich sehe, du trägst die neue Inselkreation. Ist auch praktischer. Gewonnen! Gewonnen! Hoppla. Und jetzt eine Inselbesichtigung. Links, meine Dame, sehen Sie Lianen und rechts sehen Sie Lianen. Und in der Mitte sehen Sie zwei Pampelmusen. Was ist denn? Oh, mein Sohn. Warum bist du denn nicht da? Ich halte das nicht aus. Was glaubst du, ich? Schrecklich. Und was können wir tun? Nichts. Abreisen. Aber wie können wir hier wegkommen? Überhaupt nicht. Wieso auch? Also spielen wir den Vierer mit. Ich bin aber erst übermorgen dran. Du hast nichts verlernt. Schräger Vogel! Wenn noch eine kommt, dann zieh ich aus. Das geht ja auf keine Affenhaut. Er hat die Weiber und was bleibt mir? Erdnüsse. Was macht ihr denn da? Ach, unser armer Liebling. Guten Morgen, Sultan. Guten Morgen. Da ist ja mein Harem wieder vollständig versammelt. Ja, wir können wieder mit voller Kraft anfangen. Dich trimmen wir schon wieder. Ja, ja. Ich habe heute Nacht 3 Kilo abgenommen. Oh, der Arme. Wieso der Arme? Noch 25 Nächte und du bist auf Null. Robinson? Nicht kneifen, ich bin dran. Schon. Oh, wenn ihr mich fragt, ich finde den Gruppensex herrlich. Du bringst doch ganz neue Elemente rein. Gut, dass du da bist. Er wird anspruchsvoll. Ich auch. Die Bananen sind nicht mehr wie früher. Bestimmt Discountware. Such dir doch ein Affenweibchen, das wäre doch was. Hier gibt's nur Erdnüsse. Hier noch nie weiße Barren. Vielleicht Doktor da, der helfen kann. Hier nur große Kalimä helfen. Kalimä? Was ist das? Moment mal, das sind doch Eingeborene. Was wollen die? Hoffentlich keine Ovagas. Sind die etwa gefährlich? Ich kenne sie. Einfangen, die Weißen! Schnell, zurück in die Hütte. Schnell, beeilt euch.
Was bleibt von uns? Wir tun euch doch gar nichts. Wir essen höchstens eure Bananen und Kokosnüsse. Halt, noch nicht töten, die Weißen. Das finde ich aber reizend von Ihnen, Boss. Hör mal, Gevatter, was wollen die mit dem Gemüse? Hilfe! Hier, mit Zweigen. Alle um Weiße herum, beeilt euch. Alle Zweige an weiße Füße. Akabumbu. Los, los. Gleich werden sie heiß. Für dich wird auch heiß. Verschwinde, du hässlicher Indo. Hau ab. Ihr gekommen, um uns schießen noch in den Kopf. Und ich hab nicht mal mehr meine Wasserpistole. Alle gehen und holen Zweige. Ich will nicht Ogunda sterben. Lambarine. Ich will nicht sterben. Die Jungs machen ernst, sie wollen uns töten. Woher kennst du diese Typen? Mein Vater kannte diese Gegend hier. Hier waren mal Zigeuner. Die haben sich mit den Indios vermischt und sprechen unsere Sprache. Schön und gut, aber ich bin nicht gerade ein Held. Du kannst uns retten, du kennst ihre Bräuche. Ja, aber was soll ich denn nur machen? Erzähl was von Winnetou oder James Bond. Hauptsache, die lassen uns frei. Hoffentlich. Ich habe doch gerade erst angefangen zu leben. Lass dir was einfallen. Nein, du musst uns retten, oder bist du feige? Davon steht nichts bei Robinson. Fressen die uns roh oder gekocht? Sie sind doch Vegetarier. Ein Trost. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Unterhalte dich mit ihnen. Ach, du lieber Gott. Hunya Wuaula! Wuaula, Hunya, Hunya. Hau! Du sprichst unsere Sprache? Du bist eine Wucht. Ich gebe dir ein Sonderschläfchen. Mach weiter. Ach, halt die Klappe. Wuaula Quantu B. Quantu ich hol. Kalime, Kollektra, Schimauer! Ach, ihr Affen, nun holt ihn endlich, Kalime! Großer Kalime, Kalime, nun holt ihn schon! Was erzählt die da? Kalime, 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 Kalime! Ein ganz großer! Was läuft hier eigentlich? Ich habe ihnen erzählt, unser Kleiner würde von einem ihrer Götter abstammen. Und das glauben die? Na, vorübergehend ja. Au, nicht bieten. Ich bin auch kitzlig. Du Kalime, du Kalime. Platz für Häuptling. Du sagen, weißer Jüngling ist großer Kalime. Oh Kalime, Kalime, Sohn vom großen Kalime, Kawanda Nuku. Du Lügen, ich dir erst glauben, wenn beweisen, dass junger Weißer ist Nuku. Sohn von Kalime. Hatauro. Hatauro, er spricht die Sprache der Götter, darum kann er euren Stammesdialekt nicht verstehen. Ich hab den Opa gleich so weit, mein kleines Schätzchen, aber du musst ihm beweisen, dass Jüngchen ein Gott ist. Er ist beweisen. Ein Gott. Soll beweisen. Malau Maki Babas Hau. Operation. Wenn gelungen, kommt zweite Probe. Capito. Noch ein Test. Du musst zwei Proben bestehen, wenn du ein Gott bist. Ach, das noch. Du musst den Häuptling operieren. Nein. Doch, er hat ein starkes Wirbelchen unter der rechten Hüfte. Ich tippe auf Blinddarm. Und anschließend ein Duell mit seinem stärksten Krieger. Ein junger Gott muss sowas können. Aber ich bin doch nur ein kleiner Apotheker. Ich weiß doch nicht mal, wo der Blinddarm sitzt. Du musst ihn eben suchen. Kuwana, Kuwana. Scheint nicht der Blinddarm zu sein. Du kriegst das schon hin. Na? Kalime, Kalime. Schnippel doch, Louis. Hier, Schmerz, große Schmerz. Reiß dich zusammen, Schatz. Schneid ihm den Bauch auf. Mädchen, ich habe Pillen gedreht und sogar welche vertauscht, aber ich habe noch keine Bäuche aufgeschnitten. Oh. Du rettest uns das Leben mit diesem Schmerz. Und wenn ich vorbeischneide bei meinen zwei Semestern, da kann der Stamm Neuwahlen ausschreiben. Die Nummer muss ja schief gehen. Oh, dann sind wir verloren, aber wenn es gelingt, werden wir alle vier am Leben bleiben. Na schön. Meinetwegen. Aber ich habe nicht mal einen weißen Kittel da. Ach, das macht doch nichts. Kannst du den Onkel nicht irgendwie betäuben? Wäre ich doch bloß zu Hause geblieben bei meinen Hexen. Und außerdem kann ich kein Blut sehen. Dann schnippelst du ihn mit geschlossenen Augen. Was soll ich denn damit? Schnippeln. Dein Schwert. Mir wird übel. Sei einmal ein Held. Hm. Aber ich bin Diplom-Feigling. Im Bett auf keinen Fall. Hm. Tonio? Ja. Das Fläschchen. Das Zeug wirkt doch wie ein Holzhammer. Auf Aufsichtsräte. Aber auf Häuptlinge? Danke, Schwester. Narkose gelungen. Ich traue mich immer noch nicht. Die Ärztekammer würde bestimmt Kopf stehen. Hier ist Busch, nicht Großstadt.
Und wenn ich die Leber treffe, was wird dann? Das macht doch nichts. Häuptlinge saufen sowieso zu viel. Tonio! Hat doch recht. Toi, 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 toi. Toi, toi, toi. Na, wo sitzt denn der kleine Blinder? Hoffentlich kriege ich dabei nicht eine eigene Blinddarmentzündung. Scheußlich. Habe ich getroffen. Die Richtung könnte etwas stimmen. Darauf muss ich jetzt meinen Trick. Also, Kopf ab oder grüß Gott, was du jetzt lieber? Operation geglückt, Patient immer noch nicht tot. Ich habe den Sauerbruchschnitt praktiziert. Den kennt ihr doch, oder? War eine feine Sache. Häuptling leben, du verstehst. Warten Sie einen Moment. Ich bin gleich wieder da. Muchos gracias, Condito. Moment nur. Häuptling! Häuptling, aufwachen! Cactus Penta Rumsti! Häuptling, wacht auf! Oh, diese Hände haben schon ganz andere Helden auf die Beine und sonst wohin gebracht. Ach, spürst du denn gar nichts? Ach, das ist die Idee. Der Häuptling wird gesund, aber wir müssen eine große Kasamba machen. Was müssen wir machen? Eine Götterbeschwörung. Nicht wir, sondern du. Immer ich. Wie macht man denn sowas? Du musst deine Väter um Hilfe anrufen, Kasamba Bana, und der Häuptling wacht wieder auf. Machen wir eine Kasamba, großer alter Krieger? Kasamba! Sehr weise von dir. Komm mit! Kasamba! Du mitmachen, Kasamba! Ich mache alles, aber eure Schlagzeuger müssen mitmachen. Geh mal zurück, Rosa. Hoffentlich fällt mir eine passende Kasamba ein. Kalime, hör auf deinen Sohn. Persil, der weiße Riese und Rizinus, je ein Kilo. Verdammt, jetzt verbrenne ich mir noch die Finger, aber... Ach, was rede ich denn nur zusammen? Ach, mir fällt nichts mehr ein. Oh, Kalime, großer Kalime, sperr deine Ohren auf, wenn du überhaupt welche hast. Ah, Apotheker, ich schlage drei Kreuze, wenn der uns hilft. Du weißt ja, was eine Apotheke ist. Oh Gott, Aspirin und ein bisschen Natron, er gibt Schwefelpulver, stimmt zwar nicht, aber klingt ganz gut. Los, ihr Indios, ruft den weißen Riesen. Und wenn der weiße Riese nicht hilft, hilft vielleicht Dash. Los, ruf Dash zu den Göttern. Dash, Dash, und wenn Dash, das nicht hilft, Dash, dann Meister Proper ruft ihn. Meister Proper, Dash, Persil und Wirbelwind, Henkel und Lenore dazu bringen unserer grauen Wäsche weißes Weiß und endlich Ruhe. Eins, zwei, drei und raus bist du. Ich und du und Müllers Kuh. Müllers Esel, der bist du. Weiß ist Weiß und endlich Ruhe. Weiß ist Weiß und endlich Ruhe. Weiß ist Weiß. Frühgymnastik ist jetzt dran. Rumpfbeugen, Arme seitwärts, Arme seitwärts, Arme hoch. Trimm dich, Junge, trimm dich, Junge, trimm dich, Junge, trimm dich, Junge. Rumpfbeugen, Halt, großer Kalime, lass diesen würdigen Alten aufwachen, möglichst ohne Blinddarm. Hoffen wir, dass es der Blinddarm war, hoffen wir. Und jetzt das Ganze als Kasachok. Appendix, 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 bisschen fix, Appendix. Appendix. Appendix und Kasachok, 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 Appendix und Kasachok. Dirndl und Dirndl und Dirndl und Dirndl, Hamburger Dirndl und Frankfurter Kindl und Hündler, Mädel muss ein jeder haben. Bayerische Dirndl. Der Häuptling. Na bitte, es geht doch nichts über echt deutsche Folklore. Ey, vielleicht möchte der Häuptling mittanzen. Na also. Oh.
tut aber verdammt weh. Junger Gott hat mich gesund gemacht. Ja, ganz gesund. Du bist wirklich Sohn von Großes Kalime. Gut so, Robinson. Mit dem Blindambus geschafft? Ganz einfach. Ich habe die Augen zugemacht und irgendwas abgeschnitten. Das ist so ein Trick von vielen Chirurgen. Ach, ich muss dir was sagen. Hast du auch was mit dem Blindarm? Nein, aber ein süßes Geheimnis. Ich habe die neuesten Inselnachrichten für dich. Ich höre. Ein süßes kleines Geheimnis. Hm? Oh Mann. Oh, Robinson, ich habe ein süßes Geheimnis, das ich nur dir sagen kann. Nein, nicht schon wieder. Strampelhöschen. Drillinge ist doch auch was Feines, Chef. Hat sich die Arbeit wenigstens gelohnt? Da kommt ein Segelboot. Was? Niemanden eingeladen. Vielleicht hast du eine Flaschenpost losgeschickt, um noch eine Frau für deinen einzigen freien Tag zu haben. Mhm. Die Polizei hat ganz exakt recherchiert, ganz exakt. Oh, meine Frau mit Schwiegermutter, nein. Wer soll das sein? Ich glaube, ich träume. Oh, ich hau ab. Ich bin nie da gewesen. Die Krokodile haben mich gefressen, unter die Indios geröstet und als Dessert verschluckt. Nett ist es hier. Der Kommissar hat die richtige Nase gehabt. Er hat uns sogar ein Boot zur Verfügung gestellt. Wir fühlen uns hier auch wohl. Das Einzige, was mir fehlt, ist ein Mann. Ein richtiger Mann. Mhm. Und du glaubst wirklich, dass Robinson auf dieser Insel gelandet ist, ich Mama? Ich kenne doch deinen Mann. Wir werden ja sehen. Hm, sie wird sehen. Sehr unzivilisiert. Was denn? Noch mehr Weiber? Robinson, du kannst dich nicht dauernd vor ihr verstecken, das geht nicht. Und wir kommen auch zu kurz dabei. 3 Nächte bist du nicht mehr zu uns gekommen. Wenn die beiden wieder absegeln, hole ich alles nach. Sie ist deine Frau. Warum willst du ihr etwas vormachen? Sag ihr doch die Wahrheit. Die Weiber halten zusammen. Wenn ich ihr die Wahrheit sage, macht sie mich wie früher zum Hampelmann. Wenn ihr es anders wollt, dann bitte. Ja, schmeckt ja entsetzlich, das Zeug. Sie haben eine ungeheure Erfindung gemacht und unser Konzern möchte Ihnen das neue Schlafmittel für sehr viel Geld abkaufen. Eine einmalige Chance. Für Sie? Auch für Sie. Von mir aus können Sie ewig auf dieser Insel herumgammeln. Ich gammle nicht, wer der Chef, ich lebe. Wie ein Robinson, ich weiß. Aber der Tag wird wohl kommen, an dem Sie wieder in die Zivilisation zurückkehren. Und da brauchen Sie Geld, um zu leben, wie Sie es sich wünschen. Vor allem, wie ich es mir wünsche, mein Kleiner. Kann ich mir denken. Und deine Schwiegermutter es sich auch wünscht. Naja, alles ganz schön und gut. Aber ich habe hier das Paradies gefunden, von dem ich jahrelang geträumt habe. Und wenn das der Wirbel um mein Wunderschlafmittel anfängt, wird meine Insel zur Touristenattraktion, nicht wahr, Tonio? Und an mich denkst du gar nicht, Robinson. Tja, Hampelmann. Robi, hör mich an. Ich weiß, ich habe vieles falsch gemacht. Ich auch. Deine Insel ist wirklich wunderbar, aber du kannst doch nicht dein ganzes Leben lang hier so in der Hängematte liegen und selbstgedreht die Zigarren rauchen. Eines Tages werden sie zurückkehren und als reicher Mann ist das viel einfacher. Und deine 3 Grazien werden auch bald die Nase voll haben. Sie sind mein größtes Problem. Denn wir sind noch nicht geschieden. Ich könnte dir wegen Bigamie ein 1000 Anwälte auf den Hals hetzen und dann ist es aus mit deiner Robinson-Spielerei. Ich mache dir einen Vorschlag. Entweder du vermachst mir die Anteile an deinem Schlafmittel oder ich werde auch als Nackte hierbleiben. Kleine Erpressung, was? Ja. Lass den Kläuft nicht. Pass mal auf, mein Schnubbelchen.
Es gibt hier einen eingeborenen Stamm und ich bin seit gestern ihr junger Gott. Die hetze ich euch auf den Hals und bin endlich wieder allein. Und das Schlafmittel wird nicht verkauft. Ich habe keine Lust, damit Geschäfte zu machen. Vor allem nicht für euch, die ihr mich jahrelang schikaniert habt. Du hast einen Fehler gemacht, Angelika. Du bist nicht allein, sondern mit dieser grässlichen alten Ziege gekommen. Es ist die Höhe. Also. Die alte Ziege ist meine Mutter und ich lasse sie nicht beleidigen. Du bleibst also und hier. Und wenn ihr ein Dutzend Rechtsanwälte einfliegen lasst, ich bleibe auf der Insel. Basta. Das wirst du noch bereuen. Du kennst mich noch nicht ganz. Was sollst du denn? Mami, wir eröffnen die Kampfhandlung. Gut gemacht. Der Junge lässt uns ganz schön hängen. Er wird ja schließlich doch seiner Frau gehorchen. Da bin ich gar nicht so sicher. Sie haben einen Fehler gemacht. Ja. Sie haben nicht bemerkt, dass Ihr Mann endlich ein Mann geworden ist. Das denken Sie. Darauf warte ich schon seit Jahren. Aber trotzdem, er wird doch genau das tun, was ich will. Ihr werdet noch ins Grübeln kommen. Ah, das wird große Scherz werden. Weiter so, Freunde. Haka, haka, hakatai. Ah, genau. Diese Menschen, Feinde von unserem Stamm, Kalamitäte. Gut so. Ich lass mir doch mein Paradies von diesen zwei hysterischen Weibern nicht kaputt machen. Ich nicht. Ja, ja, ja. Sie ist immerhin deine Frau, Robinson. Und sie liebt dich doch. Du musst dich entscheiden, wir oder die andere. Schließlich bekommen wir alle ein Kind von dir. Bitte, wenn ihr wollt. Oh, weia, jetzt wird's kritisch. Schrecklich. Bei der nächsten Aufsichtsratssitzung kriegen wir unsere Vorschläge garantiert durch. Halt, halt, Jungs! Hört auf mit der Waschreklame. Ich muss euch was sagen. Ich sollte doch noch einen zweiten Test machen. Den stärksten Krieger eures Stammes besiegen. Erst dann bin ich euer Gott. Ist der Zwerg euer Chefcatcher? Er fällt größte Palme mit linker Hand. Ach so. Zauberhaftes Kerlchen. Hör zu, Dicker. Wir beide werden jetzt in den Clinch gehen. Und wenn ich dich aufs Kreuz lege, lässt du die drei frei und schickst sie zurück. Ich will sie nicht mehr sehen. Sind wir uns einig? Ich dich besiegen und ihr, Sportsfreunde, lasst die beiden weißen Frauen und den Zivilisten wieder frei. Hä? Hast du das kapiert? Oh, Verzeihung, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Aber bloß nicht unter die Gürtellinie, da brauche ich noch einiges. Kalibi, ich sieg. Du siegst? Erst abwarten. Also, wir sind klar. Ihr lasst die drei frei, wenn ich dich K.O. schlage. Wenn nicht, Kopf ab. Hm? Du auch Kopf ab. Hm? Was, ich? Ich bin doch euer Gott. Kein Gott. Wenn weißer Mann nicht siegt, er kein Gott. Kusima, Schätzchen, du musst siegen. Mein Boss siegt immer. Wozu hat er einen Assistenten? Jetzt mache ich aus ihr Kleinholz. Was soll denn das? Machst du auf Samson? Moment. Reagiert er nicht drauf? Jetzt fange ich richtig an. Du böser Junge, du. Aua. Kleiner Scherz. So, jetzt kommt mein berühmter Kopfball. Nein. Ich bin nur gestolpert. Ach, verdammte Baumwurzel. Jetzt geht es richtig los. Achtung, fertig. Sieh mal da oben. Oh Gott. Niete. Kennst du den? Ach so, den hat er schon gekannt. Ah,
Keine Wirkung. Oh, ich schlag deine Serie in deinen dicken Indianerbauch. Nichts. Trommeln wir nochmal. Schlagzeug-Solo für zwei Fäuste und ein Bauchfell. Gott. Bitte. Junge, hast du Achsen unter deinem Fell oder was ist los? Immer noch nichts. Also weiter. Aua. Jetzt passt auf. Du kriegst eine Vorwarnung. Achtung, fertig. Los. Oh. Oh. Ah, ein Held. Tatsächlich. Kalime, 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 Kaiserin, Kalime, Kaiserin. Schon gut. Danke, danke schön. Als ob du geboren bist hier im Busch. Keine Angst, in Europa tanzt man nicht anders. Kleiner, ihr habt ja schon die Katastrophe drauf. Suchen Sie zufällig einen Posten als Sekretärin? Wenn Sie Ihr Büro auf dieser Insel aufmachen? Kleine Privatfiliale. Ich kann viele Sprachen, vor allem Französisch. Wäre zu überlegen. Vielleicht kann ich Robinson mit viel Liebe dazu überreden, Ihnen seine Erfindung zu verkaufen. Hat er schon. Der ganze Konzern wird vor Begeisterung wackeln. Cha, cha, cha. Sie sind ja ein toller Tänzer. Der Häuptling kann noch besser im Bett. Cha, cha, cha. Jetzt vor allem ohne Blinddarm. Robinson, ich habe mir was überlegt. Vielleicht bleibe ich hier. Und wie lange? Für immer. Das würde seine jugendliche Gottheit Robinson nur gestatten, wenn du in unsere kleine Großfamilie einsteigst. Und warum? Darum. Häuptling. Häuptling. Was hat sie denn, die böse Schwiegermutter? Vom Häuptling faselt sie? Na, das wäre ein Schwiegervater. Ganz der Papa, nicht wahr? Okay. Was meinst du, Tom? Wollen wir auch noch einen kleinen Robinson bekommen? Also, Häuptling, unter uns, ich wäre durchaus noch in der Lage. Einen kleinen Robinson. Dann wandere ich aus.